Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Ich bin hier schon mal wieder ein bisschen weiter um die Ecke gegangen. Ja, und da kommt auch schon wieder der nächste Genie. Das Genie, der Genie, ich glaube der Genie. Herzlichen Glückwunsch, Bib. Kala amüsiert sich sehr über euren Fortschritt. Solange ihr weiterhin für solch gute Unterhaltung sorgt, könnt ihr noch am Leben bleiben. Kann es weitergehen? Immer. Ihr beweist wirklich Mut. Auf geht's. Ja, Ihr ganz müsst ehrlich. eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Okay. Ach, guck mal, da ist schon Carla. Das ist Onkel Quail. Den müssen wir wohl retten. Ja. Da ist er schon. Irgendwie kam mir der Friedhof seinerzeit sehr viel länger vor. Die ignorieren wir einfach alle. Gut gemacht. Wahrlich, ich bezweifelte, dass ihr überleben würdet, um mich sehen zu können. Willkommen in meinem Reich. Ich bedauere, dass meine Gastfreundschaft mit eurem Tod endet. Auf sie, meine Schatten! Oh. Werden sie von meinen anderen Tieren niedergemacht? Sind sie es nicht? Fällt euch diese Aufgabe zu, meine Schatten? Nun beginnt der Zirkus wirklich. Wir werden sehen. Was braucht ihr? Was ein Lappen. Ihr da, ich bin nicht, was ich scheine. Ich bin es, Quail. Einige dieser Untiere sind Illusionen und einige sind real. Greift nicht die Illusionen an. Aha, wenn ihr die Schatten angreift, habt ihr sie akzeptiert, dass sie existieren und dann können sie euch auch realen Schaden zufügen. Okay, ja, guter Tipp, danke Quell. So war das nicht gedacht. So wurde es mir nicht versprochen. Ja, der war ja nun wirklich beeindruckender Boss. Ich habe dies so lange geplant. Zu lange, als dass meine Pläne nun von ein paar inzüchtigen Abenteurern aus dem Norden zerstört werden dürften. Ich möchte respektiert werden. Also erstmal inzüchtig nicht. Abenteuer aus dem Norden? Natürlich, natürlich. Ich möchte respektiert werden. Habt mich getötet. Habt mit eurer falschen Moral und eurer schrecklichen Gier nach Abenteurern Kala vernichtet. Was ist passiert, Gnom? Ihr habt den Zirkus durch euren persönlichen, habt ihr den ersetzt? Na, ihr wisst nichts. Ich bin Carla, ein Illusionist. Man hat mich zur Belustigung der großen Leute zu einer Mischung aus Clown und Magier gemacht. Ja, das kenne ich. Aber ich habe den richtigen Augenblick abgewartet und man hat mir eine Welt versprochen, die ich regieren kann. Das kenne ich nicht. In Am ist ein Magier, ein Krimineller und ein Gnom ein Schauspiel. In diesem Zelt, in meiner Welt, war Kala der Meister und keiner traute sich zu lachen. Ja, was ist mit den Zirkusmitarbeitern, Kala? Steigen die alle auf Kurzarbeit um? Gleichgültigkeit hat die Narren vom Zirkus umgebracht. Ich behandle sie im Tode so, wie sie mich zu Lebzeiten behandelt haben. Ein Gnom wird nicht respektiert. Ich wollte nur, dass die Leute zu mir aufschauen. Alles, was ich getan habe. Ja, es ist wie bei Girls und Panzer mit Katjuscha, ne? Die sitzt auch immer auf den Schultern ihrer Mitarbeiterin, damit sie auf andere herabsehen kann. Okay, das war's. Ja, der war. Onkel Quail, bist du in Ordnung? Ha! Ich wusste, dass Kala sich irgendwann mal in seinen eigenen Fallstricken verfangen würde. Ich bin nur froh, dass er mich so sehr verachtet hat, dass er mit mir gespielt hat, statt mich wie einige der anderen gleich zu töten. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Ich denke, das wirst du jetzt herausfinden müssen, mein Liebling. Alles, was ich dir beigebracht habe, ist alles, was ich konnte. Ehre, die Zeit ist gekommen, dass du den Rest aus eigener Kraft lernst. Du bist der weiseste, der klügste und warmherzigste Mann, den ich in meinem Leben je kennen werde. Das war ich nicht immer, mein Liebling. Du hast das geändert, aber ich kann dich hier nicht mehr halten. Bib, ihr könntet besser für sie sorgen als ich. Vielleicht erlaubt ihr es ja, mit euch zu reisen. Zumindest nicht jetzt, ein anderes Mal. Kommt doch einfach auf einen Besuch vorbei. Wir sagen dem Kontrolleur Bescheid, sodass ihr auch nicht zahlen müsst. So, genau, die können wir nämlich nicht mitnehmen. In Ordnung. Hier haben wir allerdings noch ganz gut
ganz gute Schriftrollen, die wir gleich mal munter lernen werden. Ich trage jetzt schon viel zu viel mit mir herum. Der Gegenstand liegt auf dem Boden. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, also irgendwie war der sehr enttäuschend als Endboss. Ich trage jetzt schon viel zu viel mit mir herum. Der Gegenstand liegt auf dem Boden. Das war natürlich fail. So, den Ring oder den Beeinflussungsring. Personen bezaubern einmal täglich. Charisma auf 18 gesetzt. Setzt der Charisma einfach so hoch oder muss ich den benutzen? Gucken. Nee, jetzt ist Bibber auf einmal Mr. Charisma. Dann ist Bibber auf jeden Fall wieder Anführer. Die Gruppe braucht mich? Ich tue ohnehin, was getan werden muss. Es kümmert mich nicht, ja, ob ich der Anführer bin. Und was haben wir hier noch? Neuen Gürtel. Gürtel der Durchdringung. Ah ja. Hat Bib schon Gürtel? Ja. Gürtel der Stumpfheit. Ja, Bib ist stumpf. Das bleibt mal so. Aber er hat noch keinen Gürtel. Kriegt er den mal so. Zack. Prima. Was war hier noch? Sowas. Nehmen wir auch mit. Easy peasy lemon squeezy. Ja. So. Ich hoffe, das bringt was. Reden wir mal noch mit Hannah. Mir gegrüßt. Ich heiße Arme Beine, ich habe wieder Hände. Befreit von diesem grausigen Ort. Ich danke euch. Ich muss Giran. Ich hoffe, meinem Sohn geht es nicht allzu schlecht. Halte aus, Mami kommt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Dann reden wir doch noch mal mit Giran. Wer seid ihr? Danke, dass ihr meine Mutter gerettet habt. Top. Reden wir noch mal mit ihm. Ehre für Am. Ich wollte euch nur danken, Bürger, für die hervorragende Arbeit. Wisst ihr, wo die mal... Also, hier. Mhm. Ihr habt uns eine Menge Ärger erspart mit diesem Gnom. Die Stadt ist euch zu Dank verpflichtet. Eine Frage. Die füllten Magier haben eine Freundin von mir festgenommen. Wisst ihr, wo die Magier sie versteckt haben könnten? Nun, sie werden sie dort eingekerkert haben, wo sie alle Verbrecher festhalten, die sich der Magiebenutzung schuldig gemacht haben. Der Standort dieses Kerkers ist allerdings streng geheim. Tut mir leid, aber so stehen die Dinge. Und was wisst ihr über die Schattendiebe? Sie sind eine Macht hier in dieser Stadt und sie sind nahezu überall. Wenn ihr mit denen ins Geschäft kommen wollt, dann seid vorsichtig, mein Freund. Okay, vielen Dank. Unser Ruf hat sich nochmal verbessert. Da lag doch noch ist was. Schon geschehen. Was ist denn das? Ah ja, 20 Gold. Sagt mir, was zu tun ist. Ja, das läuft doch. Gucken, ob Quail noch was Besonderes hat. Was braucht ihr? Seid ihr das, Jansen? Nun, ich dachte schon, dass mir euer Name vertraut vorkommt. Aber jetzt weiß ich es. Queasy, mein alter Freund Queasy, und das nach all der Zeit. Also, das ist mal ein Name, den ich schon lange nicht gehört habe. Er war auch wohl verdient. Habt ihr Bib je davon erzählt, dass ihr ihn, wie ihr ihn bekommen habt? Nein? Nun... Zur Einleitung möchte ich herausstreichen, dass ein, ja, Cockatrice, das ist ein Schreckhahn, ein ziemlich bösartiges Hühnchen ist und dass diese Viecher sie überhaupt nicht gerne haben, wenn man sie rupft. Und ich denke, ich sollte euch auch sagen, dass man, wenn man es genau nimmt, aus Spucke und Goblin-Scheiße einen ziemlich guten Klebstoff herstellen kann, trotz allem, was einem die alten Frauen sagen. Nun, auf jeden Fall beschließt Queasy doch... Komm schon, Jan. Wir sind hier in gemischter Gesellschaft und das ist doch keine Geschichte für gewisse Ohren, wenn ihr wisst, was ich meine. Also gut, du hast recht, Queasy. Sie haben den Fleck auf jeden Fall herausbekommen. Was zur Hölle. Im Prinzip wurde also kein bleibender Schaden angerichtet. So, ihr seid also zum Zirkus gegangen. Eine gute Wahl. Ich habe selbst darüber nachgedacht. Ah, aber... Ein Leben voll von Gaunerei und Handel war zu verlockend, ich verstehe. Es freut mich, euch wiederzusehen, Jansen. Das ist auch gut, die kennen sich auch alle. Ja, nice. Wusste ich gar nicht, dass es diese Unterhaltung auch gibt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, wunderbar. Also hier können wir jetzt noch sehr viel einkaufen gehen. Das werden wir allerdings nicht tun. Das mache ich dann einfach mal offscreen. Auch Sachen verkaufen werde ich mal offscreen machen. Ich nehme an, ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Priester des Talers, hütet euch vor den Straßen in der Nacht, meine Kinder. Es gibt seltsame Dinge da draußen, die aus dem Schatzkoffer eures Lebens stehlen wollen. Besser investiert ihr in den Tag und erhaltet so mit Sicherheit reichen Zins.
Niemand scheint euch zuzuhören, Sir. Vielleicht, wenn ihr nicht so in Rätseln sprechen würdet. Ich spreche die Worte des Geistes in jener Form, in der ich sie sprechen muss. Sollte das, was ich sage, nicht klar genug erscheinen, sollte der Zuhörer seinen Glauben hinterfragen. Ja, ganz bestimmt nicht an Talos glauben. Jetzt, wo das klargestellt ist, kann es vermutlich nicht schaden, wenn ich ganz offen und ehrlich sage, die Straßen sind bei Nacht äußerst gefährlich. Aha. Das weiß doch ohnehin jeder. Hat die Aussage einen tieferen Sinn? Es scheint, es tobt ein Krieg zwischen den Dunklen und den noch Dunkleren. Und ich weiß nicht, wem ich den Sieg wünschen sollte. Abgesehen davon weiß ich nur wenig. Ich weiß, dass ich keine große Hilfe bin, aber wenn nur eine einzige Person dank meiner Warnung ihre Schritte beschleunigt, habe ich viel erreicht. Eine sichere Reise, mein Freund. Ja? Yeah, whatever. Na schön. So, dann gehen wir nämlich jetzt einfach mal los ins nächste Viertel. Und da haben wir ja noch ein paar offen. Ja, so, also die Docks. Ja, ich glaube, wir gehen mal in die Docks. Friedhof brauchen wir nicht. Brücke ist auch interessant. Aber wir fangen mal hier an. Wenn es denn sein muss. Genau, und da gibt es hier die Gilde der Schattendiebe. Da können wir hin. Machen wir aber noch nicht. Wir sollen ja für die verhüllten Magier Walligers Haus untersuchen. Das machen wir dann mal. Und danach... Ach, der Seeschatz, ja genau. Danach gehen wir mal hier hin, denn wir haben ja auch noch den Auftrag, dass wir für Ixa, also den guten Montaron, nach dem guten Montaron sehen sollen. Feind gesichtet. Ein Schläger. Ich bin euer Untergang. Bumm. I command, here, get down, everyone. Alter, Nira ist ja auch im Nahkampf unterwegs. Ja, das geht ja erstaunlich gut. So, okay. Ja, ihr seid Opfer. Das nächste Mal legt euch nicht mit Bib an, ne? Immer ein guter Ratschlag hier. Ja, ist auch so cool. Wir heißen ja auch einfach noch Hure. Hallo, na? Was ist denn hier los? Ich bin ein Prachtweib. Mir tun die Mädchen wirklich leid, die für Mewa arbeiten. Der Mann ist ein Sadist. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Okay, ja, gut zu wissen. Aber wir sind erstmal unterwegs zu Walligers Haus. Okay, reden wir mal mit Hefro. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ja, kann ich euch helfen? Ihr seid kein Freund des Meisters, oder? Doch bin ich. Er sagte mir, ich könne mich hier umsehen, wenn ich will. Nicht unbedingt ein Freund. Ich suche nach Walliger und würde euch gern ein paar Fragen stellen. Ach, immer mehr Leute suchen nach Meister Cortala nicht. Ihr seid doch nicht einer von diesen schrecklichen Magiern, oder? Nee, warum sind... Ich bin keiner der verhüllten Magier. Nein, bin ich nicht. Diese Tortur mit den Magiern war doch nur noch schrecklich. Sie kamen vor 2 Wochen hierher, verlangten Meister Cortala zu sehen. Ich schlotterte vor Angst. Ich hörte sie im oberen Stockwerk. Sie verlangten, dass der Meister etwas tun sollte, aber er weigerte sich. Ich erinnere mich, dass der arme Meister Cortala so erregt war, dass er brüllte. Ja, das tat er. Oha, das klingt aber verdächtig. Dann ein lautes Geräusch. Sie kämpften. Ich geriet in Panik, als die beiden Magier die Treppe herabkamen. Allein. Sie sagten, Walliger hätte gemordet und er müsse dafür bezahlen. Meister Cortala war ihnen entkommen. Die Magier befahlen mir, nichts weiter zu sagen, aber ich war vor Sorge ganz verzweifelt. Glaubt ihr, es geht dem Meister gut? Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ihm die Magier auf den Fersen sind, die Verhüllten, ist er wahrscheinlich in großer Gefahr. Seid ihr sicher, dass ihr keine Ahnung habt, wohin er geht? Das gibt mir ein Rätsel auf. Ich erinnere mich, dass die Familie etwas Land in den Uma-Hügeln besaß. Vielleicht ist der Magier, der Meister dorthin gegangen. Hilft das? Ja, mag sein. Ich danke euch. Schönen guten Tag. Okay, wir speichern mal.
Dann gucken wir uns hier mal noch um. Mhm. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, das kann ja nichts. So. Jan. Schreit nicht so. Ich kann euch bei den Truhen hier muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, es war auf jeden Fall verschlossen. Mir was kaum der Rede wert. Gucken wir mal, ob er oben tatsächlich jemanden ermordet hat. Jan. Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. Auf jeden Fall hat er es hier gemütlich. Holen wir hier mit Sitzecke. Die Geschichte von Dambras, ja. Er sollte es besser wissen. Cortalas Steuerschreiben. Ja, wollen wir mal gucken. Wir finden hier doch alle Hinweise. Der Steuerbescheid eines gewissen Walliger Cortala. Mhm. Und eine Hütte in den Umar-Hügeln hat er. Ja. Prima. Ach so. Ach so, die kann man auch nicht kopieren. Gut. Ja, das ist der Hinweis, wenn man unten auf Konfrontationskurs geht, dann kann man hier trotzdem noch den Hinweis finden. Natürlich. Ich würde auch meine Steuerunterlagen dann immer zurücklassen. Er will eigentlich gefunden werden, hat man so das Gefühl. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Was soll ich tun? Und schauen uns dort weiter um. Bevor es dann mal einen Part gibt. Bip läuft durch die Häuschen und guckt, ob da was Spannendes passiert. Jetzt müssten wir doch schon einen richtig guten Huf beliebt. Yo, anpassen. Skript. Keins. Fertig. Genau. Ja. So. Oh, es ist Nacht geworden. Spannend. Ich habe die Videosequenz weggemacht. Hm, ihr habt uns doch Renfield zurückgebracht, oder? Yo. Ich müsste einen Blick hineinwerfen, wenn das möglich wäre. Und wonach genau sucht ihr? Ich habe gehört, dass dieses Gebäude den Hafnern gehört. Ich wollte schon immer mal einen Hafner treffen. Ich bin der neue Sicherheitsinspektor. Mhm. Ah, Hafner? Wovon sprecht ihr? Ich sage, dass dies das Hauptquartier der Hafner in dieser Stadt ist. Das stimmt doch, oder? Redet doch nicht so laut. Das ist doch eigentlich ein Geheimnis. Woher wisst ihr das? Wer hat euch das erzählt? Ich möchte mich nur kurz umschauen. Genug. Wenn ihr etwas von unserer Herkunft hier verratet, würde uns das mehr gefährden, als ihr euch vorstellen könnt. Wollt ihr wirklich, dass das Blut der Tapferen und Rechtschaffenen an euren Händen ist? Nun, dann sollte es wohl ein geringeres Problem sein, mich einzulassen, sodass ich mich kurz umsehen kann, oder? Schön. Ihr habt uns Renfield zurückgebracht, aber deswegen kann ich euch nicht ins Hauptquartier einlassen. Hört mir zu. Wenn ihr einen kleinen Auftrag für uns erfüllt, dürft ihr euch drinnen umschauen. Abgemacht. Ja, was ist das denn für ein kleiner Auftrag? Ihr seht so aus, als ob ihr was vom Kämpfen versteht. Nördlich von hier befindet sich ein Haus. Es befindet sich in der Nähe des Zentrums des Viertels. Der Besitzer ist ein Magier namens Prege, der verderbte Experimente durchführt und so Untiere erschafft, die die Stadt bedrohen. Zerstört sie und wir erfüllen euren Wunsch. Hm. Ja, warum gehen wir nicht direkt vor? Das ist eine andere Angelegenheit, um die sich schon ein anderer Hafner kümmert. Im Moment benötigen wir nur Hilfe bei dieser Angelegenheit. Können wir darauf zählen? Na gut. Ich erfülle den Auftrag. Gut, alles klar. Jetzt sollen wir für diese Hafner Dienstbotengänge erledigen und die nehmen das Recht in die eigene Hand und mir erzählt ihr, ich darf das nicht? Was ist das denn? Und alles für den Halblingsfreund dieses Nekromanten? Von mir aus sollen sie doch alle im Abyss verschwinden. Er hört auch immer nur Wendler. Egal! Gut, ja, wir gehen hier jetzt aber trotzdem los. Und Prebecks Haus ist ja hier vorne. Und dann wollen wir mal schauen, was die Hafner da für einen zu tun haben. Hier ist ein Raufbold, den lassen wir mal. Rasten tun wir auch noch, aber noch haben wir genügend Firepower, um es hier zur Not auch mit Magiern aufzunehmen. Rein.
Okay. Ein paar Goblins und Prebek und Zanasha. Schöner Name. Zanasha ist bestimmt zum Vernaschen. Nein, Zanasha, denk dran, was beim letzten Mal passiert ist. Unser Meister prüft uns. Eine Prüfung? Schon wieder? Ja, wisst ihr, dass seine Grausamkeit keine Grenzen kennt? Gerade gestern erst hat er mir 3 Zehennägel ausgerissen, weil ich einen Zauber falsch ausgesprochen habe. Aber ist Prebek nicht der Chef? Ja, ich erinnere mich. Nun, ihr könntet recht haben. Vielleicht sollten wir sie fragen. Nein, der Meister würde uns die Haut abziehen und darauf seinen merkwürdigen kleinen Tanz vollführen, wenn wir diese Prüfung nicht bestehen. Los jetzt, lass uns angreifen. In Ordnung. Elende Eindringlinge, wir werden euch für unseren Meister aufhalten. Ja, wir werden euch aufhalten. Alles klar, die können auf jeden Fall zaubern. Aber das können wir ja auch. Also, wir brechen erstmal. Entschuldigung, zu viel Steckrüben. Jo. Was ist nun los? Unsichtbar hat sich von denen, glaube ich, keiner gemacht, ne? Ich denke nicht. Okay, du gehst mal nach da. Alle tun irgendetwas. Ja, bitte? Du schießt bitte deine normalen Pfeile ab, vielleicht? Sie hat keine normalen Pfeile mehr? Kann das denn... Na gut. Deine normalen Pfeile ab. Okay, jeder hat etwas zu tun. Das war's mit der gesamten Magie hier. Ja. Das war auch das Letzte, was du gezaubert hast. Patsch! Razzat gibt ihm richtig Faust und Ende Gelände. Ja, das war schnell, kurz und schmerzlos. Und schmerzhaft wahrscheinlich eher. Gut, Jan, du suchst nach Fallen. Stell dich mal da so hin. Sag mir, was zu tun ist. Ihr klingt ja wie Gunnar. Ich kenne noch meine Pappenheimer. Ich werde es gekonnt und sorgfältig, wenn nicht gar rasch erledigen. Ist auch alles verschlossen hier. Ich warte. Okay. Ich kümmere mich drum. Ja, das war. Ist irgendwo ein Sofort knapp. Eure Hochwohlgeborenheit. Gerne, gerne. Magischer Hammer. Magische Schriftrollen. Ich mach's, aber ja, nur für eine Steckrübe. Ist schon geschehen. Ein bisschen Gold. Noch mehr Schriftrollen. Oh, gar nicht mal so schlechte. Ja, ich glaube, die Pfeile nehmen wir auch wieder mit. Ja? Masi? Das sollte nicht zu schwierig sein. Ja, das denke ich doch. Oh, Kältekegel. Sehr schöner Zauber. Und die Pfeile, weil sie wirklich viele davon verschießt. Ja, nun würde ich sagen, haben wir doch in diesem Part schon wieder einiges erreicht. Ich loote die denn und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei den Hafnern wieder. Bis dann. Ciao.